Überraschender Beginn beim Spiel FFC Vierfester Vorderland gegen den Heeres SV Walz. Bereits mit dem ersten Angriff hätten die Salzburgerinnen in Führung gehen können, ja sogar müssen. Nach einem weiten Ball in den FFC-Strafraum kommt die völlig freistehende Langer an den Ball, bringt das Leder aber nicht unter Kontrolle. Dieser Beginn scheint die FFC-Girls so richtig wachgerüttelt zu haben. Verfrühter Torjubel, dann allerdings in Spielminute 12. Von Brühl spielt auf Sarah Sperger, die zum vermeintlichen Vorderländer Führungstreffer einnetzt. Doch Schiri Heiß versagt dem Treffer wegen Abseits zurecht die Anerkennung. Nachdem sich auch die routinierten Salzburgerinnen nicht versteckten und ihr Heil ebenfalls in der Offensive suchten, entwickelte sich ein munteres Spielchen mit leichten FFC-Vorteilen. In der 26. Minute dann der Führungstreffer für die Vorderländerinnen. Bei dieser Grillflanke vergessen die Salzburgerinnen auf Michelle Knapp. Knapp nutzt die Chance und drückt den Ball freistehend zum 1:0 über die Linie. Nun schien der Bann gebrochen, doch die Walser Mädchen, durch den Gegentreffer keineswegs geschockt, blieben bei schnellen Gegenstößen immer gefährlich. Nachdem die Abwehrreihen keine weiteren Treffer mehr zuließen, ging es allerdings mit dem FFC Vorderland-Vorsprung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Salzburgerinnen voll dagegen, machten den Vierfester Girls das Leben schwer und gaben ihnen einiges aufzulösen. Nach genau einer Stunde zappelte die Kugel dann aber zum zweiten Mal im Salzburger Netz. Eine Rauchflanke von rechts, Grill trifft die Kugel nicht voll und Sturmpartnerin von Brühl braucht das Leder nur mehr über die Linie zu drücken. Neuer Spielstand, wie gesagt, 2:0. Doch auch nun war die Partie noch nicht entschieden, denn die Mädchen aus Walz zeigten neben fußballerischen Können auch enormen Kampfgeist, gaben in keiner Phase des Spiels die Partie verloren und kamen in der 82. Minute zum Anschlusstreffer. Hamsic setzt diesen Foulfreistoß aus 20 Metern an die Latte, Langer reagiert am schnellsten und köpft den abspringenden Ball zum 2:1 Anschlusstreffer ins Netz. Nun mobilisieren die Gäste ihre letzten Kräfte, versuchen zumindest noch den Ausgleich zu erzielen, während bei den Vorderländerinnen die Nerven zu flattern begannen. Und als alle bereits mit dem knappen, aber verdienten 2:1 Heimsieg von Müller und Co. rechneten, gelang Sperger die endgültige Entscheidung. Spörgi überhebt nach einem weiten von Brühl Befreiungsschlag die zu weit vor dem Kasten stehende Salzburger Torfrau und erzielt das 3:1. Somit war die Entscheidung endgültig gefallen. Ja, wir haben halt alles probiert, um gut ins Spiel zu kommen, weil die letzten paar Spiele einfach nicht das waren, was wir können. Und jetzt haben wir uns heute vorgenommen zum Kämpfen und das spielen, was wir können. Und ja, ich würde sagen, es hat geklappt. Weil es ist eine gute Mannschaft. Wir haben uns vorgenommen, um die Zweikämpfe an ihr. Wir haben beim letzten Spiel ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, um richtig in die Zweikämpfe zu finden. Das ist heute, hat die Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Wir haben das Glück gehabt vom schnellen Tor. Dann gleich einmal 2:0 in der zweiten Halbzeit und ich bin sehr zufrieden. Gell. Sie haben da kämpferisch ganz starke Leistung geboten. Ja, wie es auch schon der Berni gesehen hat, es ist ein schwieriger Gegner, da haben wir es immer schon schwer da. Es ist natürlich, Gott sei Dank sind wir 1:0 in Führung gegangen. Es ist ein Kampfspiel gewesen, natürlich auch auf dem tiefen Boden ist es immer schwer und sie waren im ganzen Spiel aus Konter sehr gefährlich. Aber wie der Coach auch schon gesehen hat, bin ich der Meinung, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Also es geht eigentlich voll gut mit der Mannschaft. Wir sind alle Spielerinnen voll gut und so. Und wir kämpfen noch voll gut und Kombinationen. Boah. Also wir machen echt gute Kombinationen. Also die Mannschaft ist echt gut. Also ich mag die Mannschaft voll. Leider nur unglücklich verloren jetzt. Wir haben unser Bestes gegeben. Die ganzen Mädels haben 90 Minuten probiert, dass wir die Tore machen und die Chancen reintun und kämpfen. Aber leider Gottes darf man eben Punkte haben.